Aber wer war so in der Zeit, so wo du gemerkt hast, so jetzt ich will unbedingt Fußballprofi werden, wer war die so die wichtigste Person für dich so? Damit angefangen habe zu performen, Tor zu schießen, Champions League Tor zu schießen, Nazio, Schweiz, an Ja, die WM zu ja, ja. schießen, dann kommen plötzlich sehr viele Leute und wollen mit dir befreundet sein. Ich glaube, Basel hat so eine neue, hat eine Lücke, weil dasselbe hat Breel erzählt. Ich glaube, er hatte Atalanta auf dem Tisch, Menu, Tottenham, boah, City, Juventus. Da habe ich gesagt, was wollt ihr? Entweder ich spiele jetzt oder ich gehe. Ich habe genug Angebote gehabt. Also, wir sind heute bei der, boah, jetzt wird es langsam wirklich schwer. 15? Nein, stimmt nicht. 14 war mit Fonsi, 15 waren wir. 16. Folge Say Less. Und wir sind hier heute in Zürich. Bei dem lieben Oscar im Friseursalon. Den Friseursalon auf jeden Fall, den werden wir unter dem Büro schreiben. Ne, werden wir euch auf jeden Fall verlinken. Sehr, sehr guter Friseur. Leider nicht heute bei ihm die Haare geschnitten, aber ich kenne ihn aus Erfahrung in Zürich. Also, wenn ihr in Zürich seid, geht bei dem jungen Mann die Haare schneiden. Aber, Jack, mit wem sind wir denn heute hier? Warum sind wir heute in Zürich? Bro, du fragst mich das jetzt mal, ich bin erstens. Ja, warum sind wir heute in Zürich? Bro, mal Noah Okafor. stell dich mal vor, Ja. für die Leute, die mich nicht kennen. Ja, was soll ich sagen? Ich bin 23 Jahre, bin von der Schweiz und von Nigeria und spiele seit ich 8 bin Fußball. Und ja, zu dem kommen wir dann, glaube ich, später, wie alles begonnen hat, wie, wo, was. Genau. Gibt, glaube ich, einiges zu erzählen. Und ja, ich spiele jetzt momentan noch bei Red Bull Salzburg und Schweizer Nationalmannschaft. Und ja, der Rest kommt nachher. Der Rest ist Geschichte. Mal sehen, ob wir die Geschichte lösen können. Ja, wir sind jetzt hier in Zürich. Ich bin hier jetzt 6 Stunden ungefähr hingefahren. Waren heute am See. Geiles Wetter auf jeden Fall. Um heute den Podcast mit dir zu machen. Du, übrigens, sehr viele Leute wollen auch schon seit langem, dass wir mit dir einen Podcast machen. Also, wir haben ein paar Mal so Umfragen gemacht, so bei uns auf der Seite. Und du warst immer einer, der mit den meisten Votes war. Also, du warst wirklich schon seit fast Tag 1, glaube ich, einer mit den meisten Votes. Okay. Und da haben wir uns auch immer gedacht, habe ich dem Jack auch gesagt, ey, lass es mal mit Noah machen und so, der hat doch bestimmt auch eine geile Story und so. Denn Jack hat auch die ganze Zeit gesagt, da hat er dich ein paar Mal so auch gefragt, glaube ich. Und heute ist es Gott sei Dank dazu gekommen. So, und du hast ja selber schon gesagt, du hast mit 8 Jahren Fußball angefangen. Ja. Kannst du dich noch ein bisschen so an die Beginne erinnern, so, wo hast du angefangen, Fußball zu spielen? Du kommst ja aus der Schweiz, was war dein erster Verein? So alles drum und dran. Okay, es war so angefangen, ich war schon immer. Also als Kind schon, also als Baby immer speziell, hatte immer Ball in den Händen, Ball an den Füßen. Und ich konnte mit 7 Monaten schon gehen, also schon laufen. Okay. Und dann, also mein großer, also mein Halbbruder, hat mich halt immer mitgenommen. Und ich war 4, 5 und habe immer halt mit 11, 12-Jährigen Fußball Okay. gespielt. Und ich konnte eigentlich mit denen schon mithalten, obwohl die doppelt so alt waren wie ich. Und ich habe halt nie was also dabei gedacht. Ich habe einfach immer gespielt, hatte Freude daran. Immer halt bei schönem Wetter oder nach der Schule, nach dem Kindergarten Fußball zu spielen. Und dann sind wir von Giebenach also zum Nachbardorf gezogen, Arisdorf. Okay. Haben meine Eltern ein Haus gebaut und dann ging ich da in die erste Klasse, in die Schule. Und dann halt habe ich mich direkt halt so mit den Jungs angefreundet. Habe halt in der Pause haben wir Fußball gespielt oder im Sportunterricht. Und dann haben die gesagt, wieso bist du so gut? Habe ich gesagt, ich weiß nicht, ich spiele einfach gerne Fußball. Da haben die gesagt, ja, komm zu uns zum FC Arisdorf und ja, wir hatten zweimal in der Woche Training, melde dich an. Und dann ich so, okay, schau, frage meine Eltern und so. Dann bin ich nach Hause gegangen, nein, sogar gesprintet zu meinen Eltern, habe gesagt, Mama, Papa, ich will Fußball spielen. Könnt ihr mich anmelden? Sie so, okay. Und dann haben sie dem Arisdorf, ich weiß nicht, die Gemeinde oder so, der Verband Ja. angerufen. Da haben gesagt, ja, unser Sohn möchte gerne Fußball spielen. Und dann sie so, also hat die gesagt, er braucht Fußballschuhe, Hallenschuhe für den Winter, wenn es Ja. drin ist, scheinbar schon und einfach ein normales Trikot und kurze Hosen halt. Dann haben meine Eltern gesagt, okay, passt. Sind wir in den Sportladen, im Ostersport gegangen, haben die Dinge ausgesucht, alles, direkt gekauft. Und dann bin ich nach 2 Tagen, also 2 Tage später, bin schon ange also bin da hingegangen und dann habe ich angefangen, mit denen zu spielen. Geil. Ich habe angefangen zu trainieren, der Trainer hat nur geschaut. Wie gut ist der? Er sagt, ich
Ich kann es nicht glauben. Ich war 2 Wochen da. Er hat gesagt, nein, du kannst nicht mehr hier spielen, du musst irgendwo anders hin, zum Beispiel zu Basel oder so. Okay. Dann hat er das weitergegeben. Dann war ich im Ganzen mal genau 1 Monat da. Da hatten wir ein Turnier, also so ein Turnier gegen Liestal, so wie 2 Testspiele. Da haben die gesagt, ich soll es einfach locker spielen, so wie ich einfach mit Freude spielen. Gegen Liestal war das und dem FC Basel Scout, also nach dem Scout kommt zuschauen. Haben gespielt. Wie alt warst du da in der ganzen Zeit? Da war ich 7. Okay. 7,5, 18. Ja, ja. Dann habe ich 11-1 gewonnen, habe 10 Tore gemacht. Boah. Dann ist der Trainer zu mir gekommen, hat gesagt, es war glaube ich gerade der Monat, also es war glaube ich so, warte, lass mich überlegen, ich glaube es war auch so Sommerzeit. Okay. So Juni, Juli. Da hatte ich August, habe ich Probetraining bei Basel gehabt, durfte 2 Wochen da mittrainieren. Dann erstes Training auch. Trainer hat gesagt, das kann nicht sein. Wie schnell bist du, was hast du für eine Technik, wie gut bist du, das kann doch nicht sein. Mhm. Was isst du zu Hause? Und dann nach dem ersten Training haben sie meine Eltern gerufen, haben gesagt, ja, es gibt keine Diskussion, er muss bei uns bleiben. Und danach war ich voll happy und so, bin nach Hause gegangen, da haben sie mich fix genommen. Und dann hat alles angefangen. Geil, also mit 8 Jahren bist du dann ungefähr zu Basel gegangen, ja, ne? Genau. Hat dein Vater schon gespielt früher, oder? Er hat früher gespielt. Also mein Vater und seine Brüder sind sehr gut, aber sie hatten auch keine Möglichkeit zu spielen, weißt du. Er war anders beschäftigt. Er war mit 17 ist er nach Europa gekommen. Ohne Plan, ohne Zielfarbe. Ja. Hat einfach auf gut Glück versucht und es hat zum Glück geklappt. Und wegen dem, aber ich glaube schon, dass Talent in ihm steckt, weil es kann irgendwie sonst nicht sein, weil alle spielen Fußball, ich und meine beiden kleinen Brüder. So. Wollte ich gerade sagen, also Talent habt ihr da auf jeden Fall irgendwo in der Familie. Weil wir haben jetzt auch deinen einen kleinen Bruder Isaiah kennengelernt. Spielt ja auch jetzt bei Leverkusen in der U19. Genau, ne? Ja. Dein anderer Kollege, den habe ich heute nicht kennengelernt, aber der spielt auch Fußball, meinte Jack zu mir. Wer meinst du? Dein kleiner, der Halbbruder. Elijah. Ah, nein, das hat man ganz Vollbruder. Ah, Vollbruder auch. Okay, der spielt auch Fußball. Noch mal ein Halbbruder. Genau. Okay, ja. Und dein anderer Bruder spielt auch Fußball. Ich weiß jetzt nicht, wo spielt der? Hat ganz früh gespielt, okay. Aber der macht Bodybuilding. Okay, auf jeden Fall habt ihr dann diese Sportgene, habt ihr auf jeden Fall bei euch. Schon krass, wenn man überlegt, so mit 8 Jahren. Aber warst du so damals so, du bist ja von so einem Dorf dahin gegangen, hast mit deinen Freunden gespielt. So, was war so damals auch so ein kleiner Unterschied, sag ich mal, zum großen FC Basel hier in der Schweiz? Ich glaube, man hat halt schon gemerkt, es war alles so speziell halt. Ja, wir haben eine Kabine, wir hatten einen Campus, perfekte Plätze. Wir hatten halt, alle hatten so dieselben Klamotten, weißt du. Bei Aristorf geht der eine hat Barca-Trikot, der andere Real-Trikot. Und da haben alle dieselbe Uniform und es hat alles professionell. Ich habe dann angefangen, U9, U10 hat man immer so internationale Turniere. In Düsseldorf, in Berlin, Frankfurt, MTU Hallencup, schon alle spezielle Turniere. Und wir waren da dabei. Dann bekommst du halt immer frei von der Schule. Und dann, ja, so hat es alles angefangen. Es war ein sehr langer Weg und auch nicht immer einfach, Fußball mit Schule zusammen zu kombinieren, weißt du, es halt, muss halt viel verzichten. Ja, wusstest du in der Schule schon, es gibt nur Fußball oder hat es auch andere Optionen gehabt? Nein, nie. Wir hatten immer so Tage im Jahr in der Schule, wo wir so Plan B oder was willst du werden und ich wusste nie was schreiben. Und dann alle haben immer gesagt, ja, du musst einen Plan B haben, was ist wenn? Und dann habe ich mit 14,5 hatte ich eine große Verletzung, das war Schambeinentzündung, weil ich bin ich war 15 da, ich bin in innerhalb, glaube ich, 10 Monaten 13 cm gewachsen, muskulär und auch also Körpergröße, ja. Und das war für meinen Körper zu viel und ich war da, ich habe dann schon mit 99er gespielt, mit einem Jahr älter, und da hatte ich so viele Spiele, glaube gerade das Jahr, wo angefangen hat mit der Nazi, weißt du, 15, Selektion, und dann, das Ding ist, ich habe weitergespielt, etwa 4-5 Monate weitergespielt, mitgezogen und die haben mir nie geglaubt. Ich habe gesagt, ich habe Schmerzen. Sie so, ja, ist normal, Wachstumsschmerzen. Yeah. So, nein. Und dann gab es ein Chaos und dann bin ich zum Füße gegangen von der ersten Mannschaft. Und dann hat er gesagt, irgendwas stimmt nicht. Und da ist rausgekommen. Nein, zuerst hat er dann mich gerichtet und so und hat gesagt, ich soll nochmal kommen. Dann war Urlaub, wir hatten Nightcap. Ja. Das größte Turnier in der Schweiz. Turnier, ja. Wir haben uns da qualifiziert. Hab da in dem Turnier auch 7 Tore geschossen, aber er war verletzt. Und dann war Europa-Turnier. Wenn du da unter den ersten 4 kommst, bist du für Weltturnier. Stimmt, ja. Wir wurden da Dritter. Ja, Dritter. Und dann war Urlaub und das Weltturnier war Manchester. Nike Premier Cup Weltturnier. Ja, ja. Waren kranke Spieler dabei. Boah, das war ein Traum damals. War Urlaub, 2 Wochen. Hab 2 Wochen nichts gemacht. Mhm. Ich war nicht laufen, einfach gar nichts. War nur am Chillen. Dann hatten wir wieder Training. Wir hatten, glaube ich, 10 Tage Vorbereitung fürs Turnier. Ja. Im ersten Training. Das Training ging super. Ich war so glücklich. Ist es weg. Dann mache ich eine Finte, zieh an. Es macht so.
Boah. Und dann ab dem Moment, ich konnte nicht mehr gehen. Es war chronisch am Knochen, weißt du? Ja. Konnte nicht mehr gehen. Nicht mehr gehen, ich konnte mich nicht bewegen. Bei jeder Bewegung, weißt du, wenn du laufst, wenn ich du schreist. Ja. Und dann war ich out, glaube 4 Monate, 5 Monate sogar. Boah. Eigenblutspritzen und all das. Und dann war es schwierig, aber es war vielleicht nicht mal so schlecht, weil mein Körper konnte sich dann daran gewöhnen, auf die neue Muskulatur, auf die Größe und alles. Aber und dann, wo ich dann wieder fit war, ab dann ging es wie ein Pfeil hoch. Ja. Wie war denn so diese Zeit, so, du bist 14 Jahre alt, du sagst selber, du hast keinen Plan B gehabt, so, weißt du, du denkst, du setzt alles schon damals auf die eine Karte, weil du ein talentierter Junge bist, so, ne? Vieles hat wahrscheinlich geklappt, was bei anderen Leuten nicht geklappt hat, aber jetzt merkst du so, weil das ist ja das, was diese ganzen Leute, sage ich jetzt mal, nicht Hater, aber so diese älteren Menschen, was auch vielleicht die Eltern sagen, ey, was ist, wenn du dich verletzt? Weißt du, davor hat ja jeder Fußballer Angst. Ich weiß. Und jetzt hast du das so mit 14, hat das dann so was mit dir im Kopf gemacht, so, dass du dir denkst, so, boah, vielleicht kann es so etwas geben, was mich stoppt, so? Ich glaube, wenn jemand so sagt, was waren die schlimmsten Monate oder so im Fußball, was diese Zeit, es war wirklich, ich wusste nicht, was machen, die Zeit ging so langsam vorbei, weißt du, ich konnte nicht das machen, was ich am meisten liebe, es war wirklich schwierig und dann war meine Familie halt hinter mir, weißt du, und das ging dann irgendwie doch schnell und dann war ich wieder fit und ich habe dann immer gesagt, man weiß nie und so, was ist wenn und ich war immer im Kopf, nein, ich weiß, ich bin Fußballprofi und alle haben es gewusst, weil alle haben gesagt, ich bin so talentiert und ich bin so gut, dass es muss wirklich viel passieren. Ja. Jeder Coach, jeder Trainer hat gesagt, es muss viel passieren, dass ich nicht Fußballprofi werde. Mhm. Und jeder hat an mich geglaubt, ich habe das von Anfang gehört. Und wegen dem habe ich dann so ab 14, 15 habe ich gesagt, ich habe mich nicht mehr so auf die Schule konzentriert, weißt du, ich habe nicht mehr richtig gelernt, ich habe gewusst, ob ich jetzt gut bin oder schlecht. Ich habe nur ein Ziel vor Augen. Ja. Ich wollte es so fest, dass ich schlussendlich bekommen habe. Krass. Also das ist halt, ne, wenn man alles auf eine Karte setzt, klar, man hat halt viele, also oft auch die Probleme, dass es so andere Leute um einen herum einen schwierig machen. Sag ich jetzt mal, die Eltern sind dann sauer, wenn du nicht Gas gibst in der Schule. Weißt du, ich kenne das ja selber so. Du machst dann nur so alles mit Auge, lernst dann da nicht, machst die Hausaufgaben da nicht und so. Aber hast du so gemerkt, so von deinen Eltern, du hast ja selber gerade gesagt, dass du diesen Support bekommen hast, ne? Aber wer war so in der Zeit, so, wo du gemerkt hast, so jetzt, ich will unbedingt Fußballprofi werden, wer war die, so die wichtigste Person für dich? So? Mein Vater. Dein Vater? Ja, ganz klar. Er hat mich, das ist auch nicht selbstverständlich, er war von Tag 1, seitdem ich mich angemeldet habe, bei Auslauf damals, und dann zur Basis gekommen bin, seit dann, er hat ein Turnier verpasst, bei meinem Mutter seinen Geburtstag, war in der Schweiz in Luzern. Er war in jedem Turnier im Ausland, egal in welchem Land ich war, war dabei. Geil. Er ist gefahren. Wir hatten zum Beispiel Freitag, Samstag, Sonntag Turnier. Du kennst diesen Hallen, die Halle. Ja, das geilste Turnier. Ist Samstag gekommen in der Früh. Das Turnier war fertig, Sonntag, 19 Uhr, die Gärung. Er ist zurückgefahren über Nacht, direkt arbeiten gegangen. Boah. Crazy. Er war nicht, egal wo, wirklich, ich kann nicht ein Turnier sagen. Schade, wenn er jetzt hier wäre, würde jedes Turnier einzeln genau wissen, wo er war, wie ich gegen wen ich gespielt habe. Er weiß alles. Er war in jedem Turnier dabei. Und dann viele Eltern haben immer gesagt, wie machst du das und so. Die hatten ein Kind. Da haben angefangen, als Sound Elijah meine Brüder auch zu spielen. Yeah. Da haben die anderen Eltern gesagt, wie schaffen Sie es mal mit einem Kind, wie macht ihr es mit drei? Yeah. Mein Vater hat nur noch geschafft, also gearbeitet, von morgens bis abends, bis 18 Uhr, und hatte keinen einfachen Job, weißt du, Automechaniker. Yeah. Und dann ist er uns holen gegangen und wahrscheinlich 9 Uhr zu Hause. Und hatte nie Wochenende. Wenn ich nicht da ab und zu hatte ich Spiel Samstag, hat geschaut, ist zu meinem anderen Bruder gegangen und dann am Sonntag noch mit meinem anderen Bruder, dass er überall dabei ist. Und das nicht über Wochen, über Jahre. Über Jahre. Über 10, 12, 15 Jahre hinaus. Und überleg mal, das ist ja für deinen Vater nochmal was ganz anderes, weil du weißt ja selber so, klar, man macht es auch aus Liebe, 100%. Ja. Da siehst du ja, dass es wirklich aus Liebe ist, dass er das also zu dir oder zu deinen Brüdern auch ist. Und er denkt ja gar nicht so daran, so, was ist, wenn es nicht klappt? Ja, so, ihm ist es vielleicht, vielleicht ist ihm sogar scheißegal, ob es nicht klappt, weil er will dich einfach nur supporten und für dich da sein. Aber so als Junge selber, man schätzt das so krass. Also ich glaube, dass es so bei dir auch dann war, dass du es so krass schätzt und dir denkst, ey, für diesen Mann würde ich das unbedingt machen, um dir das halt irgendwie so zurückzuzahlen, weißt du? Ja. So, und wie ist das so, das Gefühl auch dann so für dich so? Klar, wir überspringen jetzt ein bisschen viel, aber dann bist du ja irgendwann Profi geworden. Darauf gehen wir dann nochmal später ein. Aber wie ist so das Gefühl gewesen, wo du sagen konntest, so, ey, Papa, weißt du was? So, das, was du willst, das kann ich dir geben, so. Dann, weißt du, was ich meine? Profi wurde. Wir haben gesagt, ich will nicht mehr, dass du arbeitest. Ne. Er so, doch, ich kann nicht. Ich so, nein, das ist genug. Er hat angefangen mit 8 zu arbeiten. Er musste 5 Kilometer laufen, um Wasser zu holen. Ja. Dann mit 11, 12, wo ist er aufgewachsen? Nigeria. Nigeria. Und ich
weiß alles, was ich erlebt habe. Mhm. Der Weg, kann ich auch erzählen, wie er hierher gekommen ist. Mhm. Über Wien, Salzburg, München, hat er zwei Jobs, bis Basel, wo er jetzt ist. Schon crazy, dann spielt er noch bei Salzburg. Dann spielst du noch bei Salzburg. Ja. Boah, Gänsehaut. Wirklich. Und dann, wir waren, Salzburg ist nur eine Stunde von München, ja. Ich bin auch auf dem München. Und ich war auch schon meinen Eltern da. Mhm. Und er kennt genau noch die Straße, hat mir erzählt, wo er wann war und so. Mhm. Ist extrem. Und wegen dem, ich habe ihm gesagt, ich will nicht mehr, dass du arbeitest. Du gehst so kaputt. So. Ja. Ich arbeite seit 45 Jahren. Mhm. Und hat er dann auf dich gehört, oder? Ja, dann nach ein paar Wochen hat er auf mich gehört. Okay, geil. Und jetzt ist er immer noch bei jedem Spiel dann wahrscheinlich dabei und so, ja. Ne? Wenn er nicht bei mir ist, ist er bei in Liverpool. Ja, genau. Krass. Also auf jeden Fall Respekt, auf jeden Fall an deinen Vater. So, bei mir war mein Vater, war das halt immer so. Mein Vater ist selber Trainer. Weißt du, der hatte dann halt eigentlich war das schon fast das Gegenteil. So, ich habe mit ihm immer unter der Woche, habe ich immer mit ihm so, sag ich mal, trainiert. Wir haben dann so alleine trainiert und so. Weißt du, der war, also bei mir, mein Vater ist auch so eine Bezugsperson, wo ich sagen muss, so, ey, mit dem habe ich auf jeden Fall, was Fußball angeht, dem habe ich alles dazu verdanken. So. Klar ist es bei mir dann nicht zu diesem Punkt gekommen wie bei dir jetzt, dass ich sagen kann, ich kann dir mit dem Fußball alles zurückgeben. So, aber wie viel Zeit man mit dem auch verbracht hat auf dem Fußballplatz, wie man geweint hat zusammen, ja. Weißt du, wie der dich vielleicht auch angeschrien hat, wie ihr gelacht habt, wie ihr glücklich zusammen wart, so, das bindet einen so krass, so dieser Fußball ist so emotional bindend, das ist geisteskrank. Und jetzt ja. So ist ja dieser Punkt gekommen, so, du kannst deinem Vater einfach zurückgeben, was du willst, Digga. Also das denkst du so, Papa, geh nicht mehr ab. Allein dieser Satz, ich glaube, wenn ich das meinem Vater sagen würde, so, Papa, bitte geh nicht mehr arbeiten, ich glaube, ich würde dabei zittern. So vor Glücklichkeit, weißt du, was ja, ich meine? Ja, ja. So, ich kann es gerade meinem Vater sagen und ich meine das ernst. Weißt du, was ich meine? So, du gehst nicht mehr arbeiten, ich gebe dir, was du willst, bleib einfach zu Hause, geh die Spiele gucken. Mach das, was du willst. Ja. Er hat den Druck, wir sind sieben Leute zu Hause, also fünf Kinder. Mhm. Er hatte die ganze Zeit Druck und überlegt, er ist 16 Jahre, war nicht in Nigeria, wegen uns. Überleg das mal, er hat seine Eltern so vernachlässigt, ja. Wegen uns. Er ist jetzt vor 3 Wochen ist er kurz gegangen in der Woche. Und 2013, als sein Vater gestorben ist, ist er kurz nach Hause gegangen. Sonst war er nie da. Krass. Er hätte immer gehen können, ja, geh einen Monat, ja, wie ja, die ja. Meisten machen, die gehen weg einen ja, Monat, ja, und lassen ihr Kind alleine. Er hat gesagt, er will das nicht. Ich wollte dich eigentlich noch fragen, so, was so dein Warum ist, warum du so unbedingt halt Fußballprofi werden wolltest und so. Aber ich glaube, du hast mir die Antwort schon gegeben, so mit dieser Erzählung von deinem Vater und deiner Familie generell, so, yeah. Was für Support du da hast, so. Und das ist, für mich ist das auf jeden Fall aller Ehren wert, so muss man auf jeden Fall sagen. So, aber erzähl mal so jetzt zwischen dieser Zeit, jetzt haben wir nämlich extrem viel übersprungen, von diesen ersten Jahren in Basel, dann zu diesen 14 Jahren, ne, wo du die Verletzung hattest und wo es dann steil bergauf ging. So, wie ist es dann so zu deinem ersten Profivertrag gekommen oder was gab es für Etappen vorher, wie ist es mit der Schule abgelaufen, weißt du, was für Struggles hat man so als Jugendlicher, was viele vielleicht nicht kennen, ja, die dann trotzdem aber einen Traum haben, Fußballprofi zu werden, wie viele andere auch, weißt du? So, erzähl mal ein bisschen so über den alltäglichen Struggle, den du hattest. Ich habe ja, also vorhin habe ich ja erzählt, wie ich zu Basel gekommen bin, ja. Und dann war ich in der U9 und dann war halt alles normal, ich war halt da, normal in der Schule, ganz normal halt jedes Jahr halt ganz normal gemacht und dann ab U11 bin ich dann, alles war für mich zu einfach, weißt du, ich war unterlegen und dann bin ich mit 99er, ja. Also hochgegangen zum elften Jahrgang und da war ich halt dann 3 Jahre bis 15 und da haben die gesagt, eben wegen der Entwicklung, also nicht vom Können, sondern vom Menschlichen her und wegen der Schule und so, machst du jetzt halbes Jahr, also wieder mit deinem Jahrgang und dann, wenn alles gut läuft, gehst du wieder zu 99er. Ja. Da habe ich mich auch verletzt. Ah, okay. Und dann war es halt diese Zeit, wo ich halt ein bisschen down war. Mhm. Und so. Und ich habe dann halt, eben meine Eltern haben mich dann oft gepusht, haben mir geholfen in der Zeit. Und dann war ich wieder fit. Nach im Ganzen waren es so 6-7 Monate, weil ich nicht richtig fit war. Ja, ja, okay. Und dann war ich wieder fit. Und dann habe ich, da war ich U16. Ja, U16. Und dann normalerweise kommen da die meisten, also ich war mit 99 U16 und bei Basel U17 sind für die, die es halt noch nicht so reicht, die hätten nur 18 gehen. Okay, ja. Die sind halt vom Jahrgang immer 5, 6, 7. Mhm. Und die allen meinten, ich bin vom Jahrgang mit Abstand der Beste. Mhm. Und dann bin ich nicht mit 99 nach U18 gegangen, sondern ich bin U16 geblieben in meinem Jahrgang. Okay. Habe ich ein halbes Jahr gespielt und dann bin ich in U18 gegangen. Okay. Und dann von U18 bis, also kommt man in U21, aber ich könnte ja nochmal bleiben. Ja. Dann bin ich nochmal geblieben. Und dann war Alex Weimann Trainer und dann habe ich alles, also ich habe ihm dann ganz gesagt,
klar gesagt, was meine Ziele sind, weißt du, und sie haben gewusst, was ich kann. Mhm. Und dann war ich halt richtig, also war im Kopf dann klar und war fit und habe halt richtig halt alle auseinandergenommen. Von Tag 1 im Training, jedes Spiel, jedes Turnier, auch Nazio. Und dann bin ich halt von U18 mit der ersten Mal im Training zum Trainingslager gegangen. Geil. Und da war ich im Trainingslager, erstes, ich mach Tor. Puh. Aber ein krankes Tor und dann dazwischen, dann bin ich wieder rund U18 gegangen, das war halt ein Testspiel. Und dann war Youth League und die Youth League war halt sehr wichtig, weil wir haben gegen Man U, Benfica und Moskau gespielt. Okay. Und ich habe glaube da auch glaub, 6 Tore gemacht und 3 Assists. Wir sind sogar weitergekommen. Ihr seid weitergekommen? Ja. Krass. Wir hatten alles gespielt, Benfica war Joao Felix noch und so. Mhm. Und ja, und dann hatte ich halt sehr viele Angebote vom Ausland. Und dann hieß es, haben sie mir einen Vertrag angeboten, aber so wie es halt in der Schweiz ist oder bei Basel, einen ganz normalen Vertrag, vielleicht ein bisschen besser als die anderen. Ja. Yeah. Aber halt nicht einen richtigen Vertrag. Und dann habe ich gesagt, ich unterschreibe das nicht. Okay. Und dann war Urlaub, ich war zu Hause, meine Eltern gemütlich. Dann hat der Sportchef angerufen von Basel, mein Vater. Könnt ihr hochkommen? Ich will euch kennenlernen, meine Eltern. Also mein Vater hat es ein bisschen gekannt, aber meine Mutter nicht. Mhm. Und hat gesagt, aber ohne Berater bitte. Mhm. Mein Vater ist nicht dumm, er kennt dieses Spielchen, weißt du. Mhm. Hat mein Berater angerufen, hat gesagt, eben die haben... warte mal ganz kurz, krass. Ich glaube, Basel hat so eine neue, hat eine Lücke, weil dasselbe hat Breel erzählt. Ja. Breel hat doch auch erzählt, wo der gesagt hat, so, bitte nicht mit Beratern kommen. Mhm. Und der meinte dann genau, wo der genau das, was du gerade sagen willst, sorry, dass ich unterbrochen habe, du kannst jetzt weiterreden, einfach 1:1. Also wir haben Basel, glaube ich, jetzt ein bisschen durchschaut, was das angeht. Diese Businessplan. Und dann war ich da und dann sind wir, also hat mein Vater meinen Berater angerufen und gesagt, wir gehen. Und dann sind wir da aufgetaucht in der Geschäftsstelle. Und dann haben die gesagt, du bist der wichtigste Spieler hier, wir planen mit dir, wir wissen, was du kannst. Und es gibt keinen Spieler wie dich so in der Schweiz. Hier ein Stift, was denkst du, was soll denn im Vertrag stehen? Mhm. Ich schaue meinen Vater an, ich so, ich weiß nicht, ich war 17, ich weiß nicht, was soll ich hier schreiben? Ja. Weißt du was? Dann haben die gesagt, okay, wir lassen das jetzt mal so, wir haben mit denen geredet, waren so circa eine Stunde mit denen. Da habe ich gesagt, also es war gut, wir gehen nach Hause, ich muss einmal drüber schlafen und dann, ja, ich kann mir morgen, übermorgen einen Termin machen. Bin nach Hause gegangen, da hat mein Vater gesagt, hat sich gefreut, weißt du, er ist stolz auf mich, hat sich alles gelohnt, dass du dran geblieben bist und so. Und dann haben wir unter uns halt besprochen, so was realistisch ist, weißt du, weil ich hatte wirklich viel Angebot, ich hatte, kannst du eh sagen, was. Ich glaube, er hatte Atalanta auf dem Tisch, Menu, okay. Tottenham, Leverkusen, Dortmund, boah, City, Juventus. Ich hatte also theoretisch ganz Europa. Vereine hatte ich auf dem Tisch, wo ich gehen konnte. Das war mit wie viel? Mit 17. Mit 17. Und dann habe ich mich entschieden, weil ich war dann noch in der Lehre. Mhm. Ich hatte eine Sportlehre und ich habe mich entschieden, ja, ich will jetzt noch ins Ausland. Es macht für mich keinen Sinn. Ich will mich hier durchsetzen. Mhm. Und dann, wenn ich mich hier durchgesetzt habe, kann ich immer noch ins Ausland. Weil das Ding ist, die meisten gehen mit 15, 16, 17 ins Ausland und dann scheitern sie. Und ich habe gesagt, das will ich nicht. Aber wenn ich mir nicht, also wenn ich mich zutraue, habe gesagt, nein, ich will den Weg machen, was mein Gefühl sagt, weißt du. Und dann war ich mit zu Hause, habe ich eben besprochen, was ich will. Und dann haben wir die realistische Zahl, also realistische Summe hingetan. Und dann sind wir hingegangen. Da haben sie gesagt, sie haben auch Summe im Kopf. Und das, was sie im Kopf hatten, war wenig, also mehr. Mehr als was ich wollte. Yeah. Da haben sie gesagt, passt. Und da haben wir das, was sie wollte, noch mehr verhandelt. Haben gesagt, ja. Und dann haben wir gesagt, welche Nummer willst du? Haben wir gesagt, ich will Nummer 11. Dann ist okay, passt. Sind sie runtergegangen, haben ein Trikot gedruckt, haben wir verhandelt, haben wir unterschrieben. Da war mein Vater auch richtig glücklich. Und dann bin ich direkt zum Kader der ersten Mannschaft gekommen, direkt von U18. Und dann. Hatte aber jemand anderes schon die Nummer 11 da zu dem Zeitpunkt? Da war Steffen hatte die Nummer 11, aber der ist dann gegangen. Okay. Zu Wolfsburg, glaube ich, dann. Ja, dann habe ich die Nummer 11 genommen. Und da die meisten haben gesagt, ja, du weißt ja schon Druck. Mit Nummer 11 will ich so, ich weiß, ich kann gut mit Druck umgehen. Und dann war ich gerade der ersten Mannschaft, also fix im Training. Und habe dann, ich glaube, so 5, 6, 7 Spiele mit U21 noch gemacht. Mhm. Und dann habe ich debütiert.
Und seitdem habe ich debütiert. Ich bin geplant, wäre, ich glaube, es war das letzte Spiel in Luzern. Okay. Geplant wäre gewesen auf 15, 20 Minuten. Mhm. Dann hat sich Elianussi verletzt. Nach 15 Minuten oder 20 bin ich reingekommen. 70 Minuten gespielt. In diesem Spiel, ich schwöre, so war es wirklich so gut, alles hat geklappt. Aber ich habe eins, was nicht geklappt, aber kein Tor gemacht. Pfosten getroffen, Torwart hält, Omli war dann noch im Tor. Ja, ja. Ich glaube, ich kann mich erinnern. Hast du es gesehen? Ja. Sagen Sie. Da haben das Sie Ding gesagt, ist, ich glaube, also auch so, was man von außen mitbekommen hat, so jeder hat, also schon viele haben über dich geredet, so. Ja, vor allem, du bist und ja auch Schweizer. Ah, ja, auf jeden Fall. Und vor allem auch so die Jüngeren, so in seinem Alter. Man wusste schon, wer er ist und so. Und vor allem auch, ich weiß noch, ich war einmal Nazio gucken. Das war, glaube ich, U16 oder so. Weil Stefan hat ja auch da gespielt. Mhm. Und Bro, da, ich schwöre, da war so klar, so, dieser Mann wird es schaffen. Ich schwöre, das war so offensichtlich. Mhm. Und dann, ich glaube, dieses erste Spiel bei, dieses Debüt, ich glaube, da war auch schon in den Medien überall. Das war echt krank. Aber da haben die meisten gesagt, so, zum Glück habe ich da kein Tor gemacht, sonst wäre ich so am Fliegen. Ja, ja, ja. Ich so, nein, ihr kennt meinen Vater nicht. Mhm. Wenn ich fliege, ist nicht gut. Ja. Der hält dich auf dem Boden. Und dann, ja, und seitdem her, es ging wirklich alles bergauf. Dann wurde ich zum Stammspieler, habe meinen Assist, mein Tor gemacht, mein Marktwert ist gestiegen, dann Cup gewonnen. Ich habe wirklich riesen Spiele gemacht, Zürich im Halbfinale. Hm. Nach 5 Minuten von 25 Metern den Winkel geschossen. Ja. Boah. War krank. Boah, da war ich sogar Stadion, Bro. Oh, krank. Schlimm. Und gegen dann, Zürich dann wahrscheinlich. Letzte Runde. Und dann nach der Saison, wir waren Cup-Sieger noch, okay. Cup-Sieger. Und dann bekam ich A-Nationalmannschaft aufgebaut. Mit 19. Okay, jetzt, Bruder, jetzt ist sehr viel, sehr viel ist jetzt gerade passiert. Bruder, du bist jetzt gerade 17 gewesen. Hast dann irgendwann debütiert? Genau, und dann wurde ich ein paar Monate später 18. Ja. Yeah. Und dann wurde ich eigentlich die Saison Stammspieler. Ja. Yeah. Und dann war ich 18,5 kurz vor 19. Und dann habe ich die Saison halt durchgespielt und dann bekam ich Nationalmannschaft am Ende der Saison. Okay, jetzt haben wir drei Sachen, die dann in dieser Zeit passiert sind. Also einmal dieses Debüt mit bei Basel. Genau. Dann einmal das erste Tor. Ne, bei Basel und dann dieses A-Nationalmannschaftsaufgebot. Genau. Bei welchem Ereignis hast du dich so am meisten gefreut? Und, ah, sorry, ich habe noch vergessen, die Unterschrift. Das darf man ja auch nicht vergessen. Wie war so, du kannst, wahrscheinlich ist dann so die Unterschrift, weil das so für alles komplett neu ist, so für dich, ja. So erstmal auch so wirklich Geld verdienen und so, du weißt selber. Hast so. Du davor schon irgendwelches Geld bekommen, allgemein oder? Ja, oder? Ich habe da so einen normalen Vertrag, ich glaube, okay. Ich hatte so in der U16 so 2.500 oder so. Okay. Aber also, wenn man jetzt mit Deutschland vergleicht, schon viel, oder? Oder geht? Also in der U16 ist das schon viel. Ja, also das sind so auf jeden Fall, also was ja, du jetzt... Ja, ich hab ja eh gesagt, ich hatte so einen besseren Vertrag als Business, sondern yeah, als die anderen. Yeah. Ich hatte nicht einfach so einen normalen Vertrag. Ja, yeah, ja. Yeah. Yeah. Ja, für U16 ist das auf jeden Fall viel. Yeah. Ja. Und dann war ich 18,5 die Saison. Aber wo ich unterschrieben habe, war ich 17. Mhm. So 17 Jahre, ein paar Monate. Und dann war so eine Erleichterung da, weißt du. Ich hab's geschafft, so eine Erleichterung da. Und dann, seit dem Zeitpunkt, wurde ich ja Profi und ich hatte halt immer in der Frühtraining. Ja. Und ich war halt noch in der Ausbildung, Ochsensport. Mhm. Und ich hatte halt immer gearbeitet und hatte Schule in der Woche. Und danach war noch U19 Nazio. Mhm. So im EM war ich 2 Wochen weg, kam zurück mit der ersten Mann auf Training. Dann plötzlich hat mich U21 Nazio gerufen. War ich auch weg, ich war 6 Wochen am Stück weg. Mhm. Und habe gesagt, ich kam zurück in die Schule, hatte so einen Stapel, ich verpasst habe. Oh. Ich so, weiß was, ich kann das nicht mehr. Dann ich so, ja, zieh durch, es geht nur noch 8 Monate, zieh durch. Ich so, nein, es geht nicht mehr. Mhm. Ich kann das schon durchziehen, für nichts, ich schaff's nicht. Weil wenn du so viel verpasst, du kommst nicht mehr nach. Ja. Du kannst so viel lernen, wie du willst. Ja. Das wird ja nicht besser. Ja, es stimmt. Ist so, dass FC Basel zu mir kommt und sagt, ja, wir haben ja ab jetzt zum Abendtraining. Mhm. Du kannst in der Früh arbeiten. Ja. Es bleibt so. Ja. Und da habe ich gesagt, ja, ich muss mich für das entscheiden. Ich kann nicht mehr weitermachen. Musste dann die Lehre abbrechen. Und obwohl ich hätte sie eigentlich gern durchgezogen, aber es ging einfach nicht. Und dann, ja, habe mich voll auf Fußball fokussiert. Und dann ging es bergauf, ich habe da gespielt, mich aufmerksam gemacht. Und dann, nach der Saison, habe ich A-Nationalmannschaft aufgebaut bekommen. Habe debütiert gegen England, Nations League. Bin reingekommen, ich weiß nicht, ich glaube 15 Minuten. Ey, das Spiel habe ich gesehen. 15 Minuten das oder Spiel so. Das Spiel habe ich gesehen, gegen, ja. War plötzlich Walker vor mir. Ja. Es war alles so ein bisschen wie im Film, weißt du. Ich schaue nach links, nach rechts, Dele Alli, dann Sterling rennt auf mich zu. Ich habe mit denen gezockt, wie weil ich mit denen auf dem Feld.
Und aber dann, wo du jünger warst, wer war dein Idol? So, auf wen hast du hochgeguckt? Jetzt sagen wir mal bei Basel oder vielleicht international. ich habe halt, also immer, wo ich so 15, 16 war, immer Brel mein Idol. Echt? Ich fand ihn so, ja, ich habe immer so, er hat immer so ein bisschen auf mich aufgepasst, weißt du, hat immer mich so mitgenommen und wenn etwas ist, hat gesagt, kann immer zu ihm kommen und so. Und da habe ich immer gesagt, ich will auch so wie er werden, weißt du, ich will auch früh spielen so in der ersten Mannschaft und so. Da bist du schlussendlich trotzdem geschafft, also auch geschafft, sehr jung zu spielen. Und ja, ich habe dann eine ganze Saison gespielt und dann wollte Basel verlängern. Ich habe einmal den Vertrag verlängert und dann, es war kurz danach unterschrieben, habe so 8, 9 Monate später, habe ich einmal Okay. verlängert. Und danach, nach der Saison, nach dem Nationalaufgebot, habe ich angefangen zu spielen. Dann wollten sie verlängern, habe gesagt nein. Okay. Haben sie angefangen dumm zu tun, weißt du? Weil es ist dann schon um viel Geld gegangen. Und dann plötzlich, nach der Saison, ich war Schlüsselspieler, Stammspieler, alles. Wir hatten gegen PSV Champions League Quali, Eindhoven. Erstes Spiel, nicht im Kader. Nicht im Kader. Nicht im Kader. Also, wenn der Präsident dann sagt, Noah, was hast du? Ich so, nix, bin zu Hause, ich fahre jetzt gleich zum Spiel schauen. Er so, wieso? So spielst du nicht? Er so, ja, frag den Trainer. Er so, ja, da hat er gesagt, ich weiß nicht, da hatten sie was Sportchef, hat irgendwas, weil ich ihn unterschrieben habe, wollen sie mich halt so ein bisschen nerven. Politik. Ja. Und dann habe ich wieder gespielt, dann wieder nicht. Immer so ein hinterher. Da habe ich gesagt, was wollt ihr? Entweder ich spiele jetzt oder ich habe genug Angebote gehabt. Dann, ja, ist wieder Atalanta gekommen, ist bis zu meinem Haus gekommen, Inter Mailand ist gekommen, Dortmund, Ajax und Salzburg. Okay. Glaub noch Gladbach war auch. Und dann, ich hatte mit ein paar, also eigentlich mit allen geredet, die waren auch ein paar waren bei mir zu Hause, da habe ich gesagt, aber einfach auf mein Gefühl gehört, weißt du, ich habe so ge gehört, habe gedacht, okay, habe so einen Durchbruch geschafft, aber ich weiß nicht, ob es reicht für eine Top-Liga, weißt du, für eine Top-Mannschaft. Ich weiß noch nicht, weil ich bin sehr so ein Familienmensch, ich bin sehr so auch in gewissen Sachen sensibel, auch wenn es vielleicht nicht so ausschaut, aber weißt du, so von außen sieht alles immer so locker aus, man denkt, ja, ist kein Problem, man kann spielen, man ist gut und kein Druck und so. Und dann hatte ich halt lange gebraucht zu überlegen, weißt du, was ich jetzt machen will. Und da habe ich mich am Schluss für Salzburg entschieden. Da haben alle gesagt, wieso gehst du da hin, warum? Du kannst auch noch in die Bundesliga und die Premier League gehen. Und jetzt, da bin ich gegangen mit ja, 19, 19,5. Und wirklich alle, jetzt das Gegenteil, alle sagen, zum Glück bist du da hingegangen, ist das Beste. Weil ich wusste, was ich mache, weißt du. Dann die ersten 6 bis 12 Monate waren nicht einfach, weißt du. Ich bin ganz alleine nach Salzburg. Da war Corona, es gab Corona gekommen nach 3, 4 Wochen. Stimmt. Hab niemand gekannt. Ich hatte dann eine Wohnung, noch keine Couch, noch kein Thema, nichts. Ich wusste nicht, weißt du, gerade noch nicht mal richtig so die Mitspieler richtig so kennengelernt und so. Ich war ganz alleine. Und das war ein bisschen so schwierig. Dann war es halt alles, man unterschätzt, du gehst in ein neues Land, neues Umfeld, du hast neue Mitspieler, neues System, anderer Druck, Rekordtransfer. Sie haben, glaube ich, 13 Millionen bezahlt. 13 Millionen. Ja, das haben die noch nie gemacht davor. Und ja, bin, oder ja, 12,5, 13. Und dann haben die, hatte ich auch Erwartungen, weißt du. Und die haben nicht von der Tag 1 direkt performt an der Position. Und Aber sie haben. wie ist genau das? Weil das ist so eine Sache, was, glaube ich, sehr viele Menschen so unterschätzen, wenn die sehen, so, ey, ein Transfer ist jetzt gerade vollzogen, ja, und der Junge ist, lass mich nicht lügen, 18, 19 Jahre alt als Beispiel jetzt, und wechselt jetzt für 13 Millionen. Oder, also 13 Millionen, versteht mich nicht falsch, das ist so eigentlich so eine Summe, die sich jetzt keiner so vorstellen kann, wie die jetzt auf dem Boden liegt, so, ne? Dass man sich das wirklich bildlich vorstellen kann. Und du bist jetzt eine Person, die für dieses Geld zu einem anderen Verein kommt. Das heißt, du hast einen Druck, der ist eigentlich erstmal theoretisch unfassbar. So, wie bist du in diesem Moment sozusagen damit umgegangen, so, dass du dir gesagt hast, hast dir selber mehr Druck gemacht? War das dann was anderes als zu Hause in Basel zu spielen, wo du alles kennst? Weißt du, was ich meine? So, erzähl Ja, mal ein bisschen eben, so. das war alles ganz anders, war alles, es war immer so komisch, ich habe mich allein gefühlt, es war alles so ein bisschen so speziell, obwohl es eigentlich auch Deutsch war. Und jeder Spieler geht eigentlich anders damit um, weißt du, für welche, die lassen sich nicht anmerken, für die ist das normal. Dann gibt es welche, für die ist es schwierig und für mich war es halt schwierig, weil eben ist dann Corona gekommen, dieser totale Lockdown und alles und dann Familie durfte nicht mal hoch, weißt du. Stimmt. Es ist alles so gekommen, es war alles so ein bisschen komisch. Aber dann ging das, glaube ich, relativ war schnell vorbei und da habe ich mich, weißt du, etabliert, habe mich langsam angefangen, mich wohlzufühlen. Und ja, und dann, das erste Jahr ist dann eigentlich zum Vergessen, es war mehr so ein bisschen zum dran gewöhnen,
und so. Und dann, ab dann habe ich eigentlich performt und ging alles berghoch. Champions League gespielt, ja. Nazi-Tor gemacht, ja. Schweiz geholfen, an die WM zu kommen. Ja. Na, lass mal da, das Ganze davor, vor diesem Transfer noch ansprechen, weil da warst du ja noch, was warst du, Player of the Season. Stimmt, in der Schweiz. Ja. Das war genau das so. Vergessen. Ich glaube, das waren jetzt auch so, ich weiß nicht, was irgendwie diese Basler Geschichten sind sehr, sehr, sehr identisch, sage ich mal. Auch eben dieses echt, weil du Breel gesagt hast, weil es nicht so, weil wie gesagt, Breel kann jetzt kein Vorbild sein oder so. So, das ist einfach nur krass so, weil ihr habt echt so sehr viele Parallelen von dem, was er erzählt hat in dem Podcast oder was er auch mir auch immer erzählt hat, so, was du jetzt auch gerade erzählst, so, weißt du? So mit diesem, der nächste Schritt ins Ausland, so früh Profi werden, Ausbildung machen, eine Lehre, der hat auch, glaube ich, eine Sportlehre gemacht, auch, glaube ich, ne? Also wirklich sehr viele parallele Sachen. So wie jetzt, wie gesagt, wie Jack schon gesagt hat, in dieser Saison so in Basel, wo du da Player of the Season geworden bist, so, was hat sich so bei dir verändert? So, du bist jetzt etablierter Profi, du verdienst jetzt vernünftig Geld, sage ich jetzt mal, also mehr als vernünftig Geld, sage ich jetzt mal, ne? Bist glücklich, kannst dich jetzt nur auf das konzentrieren, weil du hast ja dann schon gesagt, du hast mit der Ausbildung aufgehört. So, hast du dann so ein Gefühl von Leichtigkeit oder hast du weniger Stress, weniger Alltagsstress, weil du jetzt nicht mehr diese Ausbildung machen musstest oder so? Oder wie war das dann in dieser Zeit, dann in der Saison, warum du dann am Ende des Tages vielleicht auch so performt hast? Dann, wo ich zu Salzburg gegangen bin? Nee, also da noch in der Saison in Basel. Ja, ich hatte mich dann mal voll konzentriert. Ich habe alles weggeblendet und mir war das Geld auch egal. Ich habe halt immer, wollte halt immer nur Fußball spielen, nicht verletzt sein und meine Leistungen zeigen. Und das Ding ist halt, wenn du es geschafft hast, es gibt so ein Gefühl, so, du kannst ein bisschen atmen, weißt du, du hast nicht mehr so einen Druck. Ja. Und dann kannst du einfach befreiter spielen. Du weißt, wie es ist, wenn man etwas mit Druck macht und etwas ohne. Ja. Dann machst du Dinge, die du vielleicht nicht, du machst dann einfach so von alleine Dinge, du überlegst nicht mehr viel. Ja. Wenn du Druck hast, überlegst du, okay, was soll ich jetzt, soll ich nicht, was ist wenn, weißt du, du überlegst tausend Sachen. Wenn du keinen Druck hast, du machst einfach und es gelingt. Ja. Du überlegst nicht viel. Und das eben, ständig sind das so kleine Details, die dann entscheiden. Aber ja, es ging zum Glück alles gut und ich habe dann, wie du gesagt hast, ich wurde dann zum besten Youngster in der Schweiz. Das war 2019 oder so. Ja. Und dann, glaube ich, gerade danach, so eine Woche später, habe ich dann bei Salzburg unterschrieben. Aber ich glaube auch bei dir, du kannst ja mal erzählen, wie das dann halt auch zu Hause war. Ja, du hast ja viele Brüder auch, die sich im selben Geschäft, sage ich mal, befinden. Dein Vater kennt sich ja dann wahrscheinlich auch jetzt gut aus, sage ich jetzt mal, ne, durch diese ganze Zeit auch mit dir. Ja, ja. So, wie sind denn da so diese Konversationen? Weil ich stelle mir das jetzt so vor, so, du bist jetzt zu Hause, du hast jetzt, kennst du so wie bei FIFA Karriere so damals, du hast so einen Zettel von Juve als Beispiel, einen von Atalanta, einen von PSV, hast du gesagt, ne? Und einen von, als Beispiel jetzt, ne? Und einen von Salzburg. Wie redet man zu Hause darüber so? Ich hatte zuerst mal gesagt, es macht ihr alles und wenn ich Sachen am Tisch habe, kommen die zu mir. Davor will ich nichts wissen, will einfach spielen. Und dann war eben kurz, also so November, Dezember, und dann sind alle Vereine gekommen und ich habe dann zuerst gesagt, ich weiß nicht, lass mich ein bisschen Zeit, ich will ein bisschen überlegen. Und dann waren meine Eltern, mein Manager, waren also in Salzburg. Okay. Die waren nach dem Spiel, da war die Champions League, die erste Saison gegen. Die haben, glaube ich, da gespielt in Napoli, Genk und Liverpool in der Gruppe. Da war das Spiel, glaube ich, in Napoli. Da haben die gesagt, es ist abartig, was sie, wie die arbeiten als Verein, was die machen, wie sie von mir reden. Und da war gerade, Haaland war zur Zeit noch da. Und so, und dann sind sie nach Hause gekommen und zuerst, ich bin ehrlich, die ersten ein, zwei Wochen, ich war nicht so überzeugt. Ich habe gesagt, nein, ich will, glaube ich, zu Dortmund oder zu, was war, Dortmund war, City, PSV, Atalanta, ich habe gesagt, ich will glaube zu Dortmund, zu Atalanta oder Juve zuerst. Dann haben wir alles erklärt. Da war Salzburg bei mir zu Hause. Und dann habe ich gesagt, ich habe mich dazu entschieden, nach Salzburg zu kommen. Und dann, wie ich vorher schon erzählt habe, war eben die ersten Monate ein bisschen schwierig. Aber nachher ist halt Salzburg schon, was das anbelangt, so. Wenn du jung bist, wenn du jung talentiert bist, für den nächsten Schritt, so wie international, wenn du das dort geschafft hast, kannst du überall spielen. Ja. Und ich habe dann halt vielleicht auf ein bisschen Geld verzichtet, kann man so sagen. Aber schlussendlich war es der Weg, war der richtige Weg, weil ich konnte mich in Ruhe entwickeln, habe mir genügend Zeit gegeben, das, was ich auch brauche, was vernünftig ist. Und habe mich dann so durchgesetzt und so habe ich international top performt. Und wegen dem sage ich jetzt, ich bin auch ready. The next step. Yeah. Krass.
Mein Bruder reicht aus, driftet, driftet und dann fährt das über eine Chance in einen Leitplanken rein. Hätten sterben können und nächster geschieht 2 Tore. Das bei Salzburg, am Ende, wo jetzt der Karim nach Dortmund gegangen ist, war ja eigentlich so dieses Traumduo. Aber wie hat das alles angefangen? Weil meines Wissens wart ja nicht von Tag 1 jetzt so die besten Freunde, ne? Wenn die, keine Ahnung, mal in die Regionalliga aufsteigen, wechselst du dann mal zu Delay Sports. Du und Karim da dann zurück, Sturmduo. Wäre nicht schlecht. Nicht verkehrt, dann, ne?